Ja, und es ist nicht zu glauben. Toni Raiola hat es wieder getan. Mit einer Hand und dann, ja, nein, doch, andere Seite. Der Fazzini, der Einzige, der getroffen hat, der jetzt auch wieder Anlauf nimmt. Fazzini. Und was für ein Kunstschuss hier von Luca Fazzini. Lugano in Front. Und Genf Servette muss jetzt antworten. Klasse Treffer. Dann Dennis Rasmussen, der Mann, der zum 2:2 Ausgleich traf. Schickt sich an, hier mal für eine Führung zu sorgen. Rasmussen, nein. Oh, Tor! Dennis Rasmussen! Das gibt's ja gar nicht. Slapstick-Einlage, da war das Ganze eigentlich schon vorbei. Und dann rullert die Scheibe rein. Bolzhauser ist aufmerksam. Will die Scheibe irgendwie noch wegbringen, hechtet ihr nach. Schlägt die ZSC1 zum zweiten Mal im Hallenstadion im Penaltieschießen. Das war die Aaron Spilo Show. Sensationell, wie er hier Goalie legt. Dem war aber nicht so. Jetzt Tömmernes. Trifft er auch ein zweites Mal. Henrik Tömmernes. Jawohl, wow! Was für ein Spiel hier! Fazzini und Tömmernes, die Duellierung. Gegen Gons. Tedenby, Tedenby, Tedenby! Was für ein Treffer in Baseball-Manier! Matthias Tedenby! Deswegen geht es weiter, hier die Wiederholung. Wow, ja! Ein einziger Spieler. Linus Klaassen jetzt beim HC Lugano. Klaassen, oh, es wird immer verrückter. Linus Klaassen, schauen Sie sich jetzt mal kurz die Scheibe an. Ja, doch, das ist gewollt, das ist gewollt. Zauberstunde in der Corner Arena.